Willkommen zurück zu Project Zero 2 Crimson Butterfly. Ja, Leute, beim letzten Mal haben wir eine kleine, ich sag mal, Odyssee durch dieses Dorf hier gemacht. Wir waren auf der Suche nach zwei Zwillingsschlüsseln. Kann ich ja schnell mal nochmal zeigen. Ja, die linke und die rechte Hälfte. Und nun können wir Mayu folgen, die vor uns ja durch dieses Tor gegangen ist und, ja, das sich irgendwie hinter ihr wieder verriegelt hat. Gut, na dann. Ich bin gespannt, was uns dahinter erwartet. In den Ornamenten sind Schlitze, in die flache Schlüssel passen. Na dann. Du hast die zwei Zwillingsstatuen-Schlüssel für die linke und rechte Tür benutzt. Sesam, öffne dich. Das sieht doch schon mal recht vielversprechend aus. Eine lange Brücke. Die Flüsterbrücke. Aha. Schade, man kann nicht einsehen, wie groß das Gebiet im Endeffekt ist. Finde ich aber gut gemacht hier. In Teil 1 war es so, dass wenn man einen Raum betreten hat, er komplett eingezeichnet war. Aber hier... muss man schon selbst erkunden. Habt ihr gerade verstanden, was da gesagt wurde? Ich nicht. Es schmerzt. Was? Bist du? Ah, da. Treibende Frau. Wow. Das war ein bisschen unfair, Lady. Okay, jetzt dürfen wir gegen die Erdrückten hier kämpfen. Boah, und die Geräusche wieder, das sieht... das... die Bewegungen gerade, also wo sie da über uns liegen. Wo kommst du denn her? Gott, ich muss mich heilen. Wie sie da gerade so über uns hingen, das sah auch so aus, als würde sie über uns treiben, also... Gott, sie behält... ja, die Bewegung des Treibens bei, sage ich jetzt einfach mal so. Wo bist du? Da. Sie sagt immer wieder, es tut weh. It hurts. Jetzt kommt sie von vorne hier. Fieses Mädel. Wirklich. Och, man. Dass ich die aber auch nicht immer verwunden kann. Das ist... mein Gott. Wo bist du? Ah, da. Guckt sie euch an. Wie sie abtaucht. Das ist... oh. Die schwebt nicht, sie macht Bewegungen, als würde sie hier einfach, ja, schwimmen. Und dass sie sich gerade im Boden bewegt, ist echt fies, Lady. Oh, das war gerade guter Schaden. Gut, wo? Da bist du. Komm schon. Da taucht sie ab.
sehr schön. Na komm. Ich will dir nur helfen. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann. Das Geiste-Design. Wow. Schön mal dein Gesicht nochmal zu sehen. Das Geiste-Design in diesem Teil ist echt genial. Die Bewegung gerade, das war wirklich das Ertrinken gerade. Also sie hat wirklich nochmal das nach oben greifen, sich an die Kehle fassen. Das war gerade nochmal die Bewegung des Ertrinkens. Also echt genial gemacht. Hut ab. Echt Hut ab. Ein schwimmendes Objekt. Ein schimmerndes Objekt klemmt zwischen den kaputten Brettern. Grüner Kristall. Und eine Geisterkugel. Und noch was zum Fotografieren. Wo, wo, wo? Hallo? Was kann ich hier bitte noch fotografieren? Hallo, ich suche diesen schönen kleinen. Vielleicht weil der. F Ach. In der Richtung ist das Signal stark. Muss ich hier irgendwie übers Geländer schauen? Ich muss irgendwie ganz nah sein. Da! Ah, hier zwischen den Dielen. Ja, erdrückende Frau. Wer hätte es gedacht? Gut, dann würde ich mal sagen, hören wir uns ihre Gedanken an. Oh, und Majos Anhänger ist wieder aktiv? Den hatten wir uns doch schon angehört. Ja gut, aber trotzdem erstmal den grünen Kristall. Ich freue mich darauf, mehr über diesen Geist zu erfahren. Wirklich. Ah, das Wasser steigt. Wurde sie. Also, starb sie durch einen Unfall oder wurde sie ermordet? Irgendwie, was weiß ich, wo reingeworfen oder so. Also, ich bin echt mal darauf gespannt, ob die Geisterliste am Ende da mehr verraten wird. Oder ob wir generell mehr erfahren werden. Toll gemacht. Gut, Marios Anhänger. Hast du was Neues? Großes Haus. Okay, das Tor könnte das sein, durch das wir hier gerade gekommen sind. Dann müsste sich am Ende dieser Brücke ein großes Haus befinden. Ob das hier das gemeint ist? Ja. Blutiger Kimono. Okay. Mich hätte nur gerade gewundert, dass wir nicht gefragt werden, ob wir das Gebäude betreten wollen, aber da scheint noch eine Art Vorhof zu sein. Mit jeder Menge Laternen. Da am Eck liegt was. Noch eine Geisterkugel, jetzt werden sie aber spendabel hier.
Das sieht nach einem Durchgang aus, aber gibt's hier noch was? Boah, der Nebel hier, das ist ja schon fast Silent Hill-mäßig. Da ist ein großes Haupttor. Und ansonsten kann man hier nur noch in den Wald hineinschauen, hä? Sogar in den Büschen sind Laternen. Ja gut, dann haben wir die Wahl zwischen dem großen und dem kleinen Tor. Ja, ich probiere jetzt mal das kleine. Da. Verschlossen. Okay. Und lass mich raten. Jauche. Oh, nö. Kapitel 3. Die Reue. Ja, toll, ohne Taschenlampe. Und dass die Tür hinter mir zugefallen ist, lässt mich vermuten, dass... Ja. Sie ist verschlossen von einer mächtigen Kraft. Warum? Warum überrascht mich das nicht? Das Symbol darauf sieht irgendwie komisch aus. Gut. Guckt euch mal bitte diesen Fetzen an, der da links in der Kamera hängt. Das könnte man doch fast für Haare halten, oder? Musst du mich so erschrecken? Mein Gott. Schöner Banner. Okay. Jetzt sind wir wohl wieder diesen Schreinzwillingen auf der Spur. Und wie gern hätte ich jetzt die Taschenlampe. Ich würde gerne sehen, was hier hinter ist. Ob ich hier wieder durchschauen kann oder so. Der Kusabi? Okay. Hier ist zu. Ein Schmetterlingsschloss. Aha. Wer ist jetzt bitte schon der Kusabi? Ein neuer. Ja. Ein neuer Name, der im Raum steht. Genauso wie Yai, Sai. Und Co. Okay. Ein Item. Will ich haben. Kamerazubehör. Power-Up-Linse. Moment. Die Moment-Zusatzfunktion. Funktion zeigt fatales Bild an. Zeigt bei jedem Geist das fatale Bild an, indem ein Signallicht im oberen Bereich des Suchers rot leuchtet. Na danke, danke. Endlich kann ich wieder Fatal Frames landen. Das fatale Bild ist der beste Moment, einen Schnappschuss zu machen. Ja, wenn das fatale Bild geschossen wird, gibt es während des Rückstoßes eine Schnappschussgelegenheit. In diesem Moment
einen Schnappschuss auszulösen, ergibt ein Kombo-Bild. Okay. Kombos kenne ich schon. Ich habe den dritten Teil ja schon mal gespielt und da gab es sowas Ähnliches auch. Aber den dritten Teil habe ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe den ersten Teil mehr gespielt und da war es eben so, dass ja, man von Anfang an bereits fatale Bilder landen konnte. Wie es im Dreiergrad ist, kann ich gerade spontan nicht sagen. Ja gut. Aber ich freue mich, dass ich jetzt wieder ja, kritische Treffer landen kann. Und da ist was in der Schublade. Ein bisschen Film. Und auch hier ist was in der Schublade. Kräutermedizin. Auf dem Regal stehen dekorative Haarnadeln und andere Schmuckstücke. An ihnen ist nichts Ungewöhnliches. Gut. Da ist eine Tür. Ah, und? Geht's hier drüben nicht noch weiter? Nö. Hä, wo? Ja, okay, die Kamera hat mich vorhin doch wieder ein bisschen irritiert. Doch ja, ist der einzige Weg da. Diese Tür da. Oder hä? Ja, tatsächlich. Ich hätte echt gedacht, die Kamera hätte mich vorhin noch in den anderen Winkel blicken lassen, aber habe ich mich wohl getäuscht. Oh nein, Schwarz-Weiß, Grieseleffekt. Ein Lachen? Wow, bleibst du weg? Ach, wir sind. Oh, merke ich jetzt erst, wir sind wieder Mayu. Oh Gott, die Kleine kann sich hier gar nicht wehren. Zwei Wege. Geradeaus oder links? Schau mal. Ich darf wieder nicht abbiegen. Wo gehst du hin, Mädchen? Wer ruft dich da? Die kennt sogar den Namen. Mayu, willkommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Dieses leicht verrückte Lachen gefällt mir gar nicht. Ich hätte jetzt gern die Kamera und würde in den Raum zugrenn reinlinsen, denn fehlt mal um die fliegen Purpurschmetterlinge rum. Aber hallo. Wer bist du jetzt? Jai? Sei? Oder der Kusabi? Wer bist du? Ist das die Person, die Mayu gerufen hat? Komm schon, Mio. Mach die Tür auf. Ich will da hinterher. Ein paar Antworten wären langsam ja, mal schön, würde ich sagen. Oh, die Musik, der Sound. Komm her. Gott. Kommst du mir nur so vor, da sieht er wirklich so entstellt aus. So richtig. Guckt euch die Striemen im Gesicht an. Jeder Wetter, der wurde irgendwie gefoltert oder so. Ah, die Kamera zoomt jetzt sogar leicht ran.
schon, komm schon. Und ja, ich warte den fatalen Treffer, also das kritische Bild extra nicht ab, denn ja, der Kerl kommt mir doch noch ein bisschen zu nah. Komm her, komm her. Verdammt, oh, jetzt wollte ich mal auf das Bild warten und dann verliere ich ihn aus den Augen. Bist du. Pfeif doch drauf. Hauptsache weg. Deine Brust. Sieht fast aus wie ausgepeitscht. Ich muss schon sagen, die Musik und... Ich finde es toll, dass die Geister hier individuelle Kampfmusiken haben und echt verdammt bedrohlich klingen. Puh. So, jetzt mal gucken, ob ich nicht irgendwelche Türen oder Wege ausgelassen habe. Vor lauter... ja, auf den Kampf konzentriert sein. Nee. Ach, das ist der Raum, das ist der Gang, in dem gerade auch, Ding. Mayu war. Aber ich bin trotzdem noch so frei und sehe mich hier um. Durch die zerfetzte Schiebetür kannst du in einen düsteren Raum blicken. Echt? Aber so viel ist da hinten nicht zu sehen. Schade. Karte. Ich muss mal kurz gucken. Ah, da hinten ist noch eine Tür. Okay. Ja. Mayu ist den Gang hier hinter und hier rein. Das war der Raum, wo ja, die Vision mit dir geendet hat. Pfeif drauf, ich will jetzt wissen, was mit ihr ist. Das Ding da hinten kann ich mir danach immer noch ansehen. So, hier ist eine Sackgasse gewesen. Nee, das war das Eck noch. Aber hey, jetzt kann ich ja hier mal durchspähen. Okay, aber viel ist da nicht zu sehen. Schade. Ah ja. Zeig dich. Ich höre dich doch wimmern. Wah! Das... Aua. Weibliche Gegenstück zu dem Kameraden von eben. Ich bin bei den Kämpfen absichtlich mal ein bisschen stiller, weil die Geister hier sind doch sehr gesprächig, muss ich sagen. Und ich würde sie gerne ein bisschen verstehen. Ah. Gehst du zurück. Boah, die Geräusche sind genial, was die von sich geben. Halt jetzt, ich. Die Olle ist hinter mir. Ja, ja, dein Arm ist ja gebrochen oder wie oder was? Werd doch mal ein bisschen konkreter, ich möchte mehr über deine Geschichte erfahren. Vertrau dich mir an. Naja, ich bin der Project Zero Seelenklempner. So komme ich mir ein bisschen vor. Ich höre den Leiden der Geister zu und. Ja. Erlöse sie, indem ich sie banne. Jetzt sind wir aber ziemlich weit zurückgewandert. Gut. Das habe ich vorhin schon gesehen. Auch eine Geisterkugel, jetzt wären sie aber spendabel. Ja. Bin ich so... Yep, ich bin so fies. Was hinter der Tür wartet, sehen wir im nächsten Part. Tschüss.